Hakenkralle schienen. Mit einer symbolischen Sitzblockade eines simulierten Castortransportes haben am Freitagnachmittag in der Bremer Innenstadt Anti-Atomkraft-Aktivisten auf den geplanten Castortransport nach Gorleben aufmerksam gemacht. Wir sind bundesweit auf Castor-Tour durch 10 Städte entlang der Strecke, die der Castortransport in einer Woche nehmen könnte. Etwa 200 Demonstranten zogen vom Bahnhof über die Wallanlagen zum Marktplatz, begleitet von einer Castor-Attrappe auf einem Tieflader. Vor allem die aus ihrer Sicht unzureichende Sicherheit im Zwischenlager Gorleben und die Gefahren des Castor-Transportes wurden von den Aktivisten kritisiert. Gorleben ist als Endlagerstandort nicht geeignet, ist aus rein politischen Erwägungen, nicht aus geologisch-fachlichen Erwägungen in den 70er Jahren ausgewählt worden. Und deswegen muss sich jetzt die Bundesregierung endlich von diesem Endlagerstandort verabschieden. Noch bis zum 23. November geht die sogenannte Castor-Tour durch weitere Städte. An diesem Tag wird sie vor dem Bundesumweltministerium in Berlin enden.